Und ein herzliches Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider Blood Ties, Blutsbande auf Deutsch. Ist eine kleine Erweiterung von Rise of the Tomb Raider. Ich mach nur gerade nebenbei die Uhr an, Stoppuhr. Und ja, um einfach mehr von der Geschichte zu erfahren, wie zum Beispiel, was ist mit ihrer Mutter passiert? Das ist die Frage, die verfolgt mich schon eine ganze Weile. Und hier haben wir zum Beispiel sowas wie ein Parfüm, sehe ich gerade. Wir machen also weiter. Also ich bin von neuer Gameplays als Hobby bei Rise of the Tomb Raider Blood Ties. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und wir schauen mal nach, was das ist. Dad hat guten Wein geliebt. Ich rieche nach seinem Lieblingsbordeaux. Achso. Eine Weinflasche. Sehr schön. So, hatten wir letztens eigentlich hier schon alles eingesammelt. Die Fächer konnten wir nicht, die Schränke konnten wir nicht aufmachen. Weil uns irgendwie eine Brechstange gefehlt hat. Aber ich glaube, wir hatten hier alles eingesammelt. Das hatten wir extra vorher gemacht, bevor wir ausgemacht hatten. Dann schauen wir also mal weiter. Okay. Dad, das ist er. Der Keller der Verzweiflung. Ja, Lara, sei mutig. Dies ist der einzige Weg zur Bibliothek des grenzenlosen Wissens. Da vorne, siehst du die Schnur? Ein alter ägyptischer Stolperdraht. Die Hüter des Wissens wollen ihre Schätze bewahren. Vorsichtig jetzt. Lass mich vor. Ich kann alle Fallen aufspüren. Und wie du das kannst, mein Schatz. Geh vor. Mann, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Ich hab's ja relativ laut auf den Kopfhörern. Oh. Oh, wie geil. Wie komme ich denn da hin? Hier gibt's keinen Geheimgang, also zumindest sehe ich keinen. Okay. Hat jemand Horus Auge dahin gemalt? Interessanter Keller. Ein undichter Keller. Restaurierung wird echt viel kosten. Na super, ein kleines Labyrinth hier unten. Wir wollen natürlich möglichst viel finden. Ah. Ein Stoffbär. Was wäre ein Grab schon ohne eine Mumie? Teddy. Wie bei Mr. Bean. Okay. Eine Teddy-Mumie. Oh, nicht schlecht. Habe ich noch nie gesehen. Ein Unendlichkeitszeichen oder eine 8. Ist das wichtig? Nee, ist, denke ich mal, nicht wichtig. Hier ist auch wieder so eine 8 oder Unendlichkeitszeichen. Da haben wir wohl eine Falle. Bekommen wir die Brille trotzdem? Ich glaube, in so einen Keller würde ich mich niemals reintrauen. Der ist echt vertrauenswürdig. Vor allem würde ich echt Rückenschmerzen kriegen hier drin. Eine von Winstons Seilfallen für meine Geburtstagsexpedition. Okay. Hm.
Winston hat dafür meine Haarbänder benutzt. Er und Dad haben sich für meinen Geburtstag echt ins Zeug gelegt. Okay. Die Falle schnappt nicht zu. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Wasserschäden von der Haupthalle hier drüber. Das Weg ist schon auseinandergefallen. Wie komme ich da hin? Wir wollen, wie gesagt, natürlich alles erfahren, was mit Lord Croft passiert ist. Das wissen wir ja mittlerweile. Er wurde von Trinity erschossen und als Selbstmord drapiert, sage ich jetzt mal. Was ist mit ihrer Mutter passiert? Nutzen Sie den Dienstbotengang, um zur Bibliothek zu gelangen. Und was vielleicht auch interessant wäre, was ist mit Winston passiert, unserem Butler? Ich nehme an, der hat das Haus hier nicht einfach so freiwillig verlassen. Aha. Das sieht ja cool aus. Diese Anubis-Büste stammt aus Dads Ägypten-Sammlung. Er muss sie für unsere kleine Expedition in den Keller gestellt haben. Cool. Ich mag Archäologie. Interessiert mich voll. Deswegen finde ich gerade solche Spiele hier klasse. Geht es euch denn auch so? Findet ihr sowas... Oh, es ist laut. Findet ihr sowas denn auch interessant? Ich brauche unbedingt eine Brechstange. Das Anwesen ans Stromnetz anzuschließen. Dad sagte immer, Oma hätte grelles Licht gehasst. Okay. Seite 2 fehlt. Hier fehlt eine Seite. Das hat doch bestimmt was zu bedeuten. Amelia ist fort. Sie hat gepackt und ist gegangen. Und ich habe es nicht einmal bemerkt. Wie damals in der Bibliothek von Oxford, bevor wir uns trafen. Vertieft in ein Buch, gefangen in meiner eigenen Welt. Ich bin ein Narr. Zu lange schon herrscht meine Obsession vom Ritual des langen Lebens über meinen gesunden Menschenverstand. Und vielleicht ist es zu spät. Wieso habe ich es nicht kommen sehen? Wieder und wieder mache ich diesen Fehler. Ich stelle meine Forschung über mein Privatleben. Aber es hat noch nie so wehgetan. Ich kann nicht ohne sie leben. Wenn ich diese verfluchte Suche aufgeben muss, die mich schon so lange quält, dann bitte. Ich laufe ihr nach. Sofort. Noch heute. Okay. Jetzt wissen wir vielleicht, was mit ihrer Mutter passiert ist, mit Amelia. Sie scheint also irgendwie davongelaufen zu sein. Es war fast vorbei, bevor es begonnen hatte. Ich habe bei Dad immer bewundert, dass er erkennen konnte, wann er falsch lag. Okay. Jetzt fragt sich nur, wie lange das her ist. Ob die dann doch nochmal zurückkam oder nicht. Ob es Lord Croft so gesehen geschafft hat. Wow. Okay, das Hauptbuch muss hier irgendwo sein. Hoffentlich mit der Kombination für den Safe. Die Bibliothek hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ich habe eine kleine Karte für Laras Geburtstagsexpedition gemacht. Mit der Geheimtinte, die Emilia mir damals in Marokko gekauft hat. Ich weiß noch, wie sauer ich auf diesen aggressiven Straßenhändler war. Aber sie hat nur ihr strahlendes Lächeln gelächelt und ihn einfach bezahlt. Ich hielt es für eine Touristenabzocke, aber es funktioniert. Man braucht eine bestimmte Pergamentart und eine Wärmequelle, um die Tinte nach dem Trocknen sichtbar zu machen.
Das wird eine nette kleine Herausforderung für Lara. Der hat so viel Arbeit in die Geburtstagsexpedition gesteckt. Vielleicht finden wir auch so mit sowas dann irgendwie ungefähr raus, was er für ein Dings hatte. Ich brauche was zum Anzünden. Für eine Kombination. Hier tickt was. Oder sind es die Tropfen? Wurde in der Bibliothek gemacht. Das ist wohl ihre Mutter, hm? Nee, doch nicht. 1820. Anbauten der Haupthalle in Arbeit. Irgendeine alte Verwandten. Was haben wir hier? Jetzt erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Ich fand die Symbole schon immer schöner als die Zahlenhieroglyphen. Ja, vielleicht ist das wichtig. Vielleicht kriegen wir eine Kombination mit den Symbolen und die Zahl, die da dabei steht, ist dann die Kombination für den Safe. Hm? Kann ja sein. Okay. So, mal sehen. Diese beiden Mythen verweisen auf das gleiche Quellenmaterial. Aber wo habe ich das Bild gesehen? Dad, ich glaube, hier ist es. Im Kapitel über die Bezirke Ägyptens. Tja, ja, ich glaube, du hast recht, Lara. Ich erinnere mich an die Seite. Mit dem Bild von Ra. Meine Güte, du hast wirklich aufgepasst, was? Das könnte ein bedeutender Durchbruch sein. Heißt das, ich bin deine Forschungsassistentin? Das und noch mehr, mein Schatz. Okay, jetzt kann man... Ich erinnere mich. Das waren schöne Zeiten. Die besten. Jetzt kann man das da drunter auch noch untersuchen. Das war eins meiner Lieblingsbücher hier. Ich habe die Hieroglyphen immer nachgemalt. Hieroglyphen fand ich auch immer sehr spannend. Das Ägyptische generell ist sehr spannend. Okay. Als Altägyptische zumindest. Einer von Winstons Zetteln. Er hat immer Süßes für mich versteckt. Okay. Hier gibt's echt viel anzugucken. Ich habe das Kloster erreicht. Wie Roth gesagt hat, es war tief im Himalaya versteckt. Und jetzt, wo ich auf diesen hohen Steinmauern stehe, bin ich überwältigt von der Schönheit der Berge um mich herum. Es ist atemberaubend. Nicht nur ihre Erhabenheit, sondern auch die Wahrheit, die dieser Ort birgt. Die Mönche hießen mich willkommen, schienen mich sogar erwartet zu haben. Sie müssen gewusst haben, dass eines Tages jemand wie ich hier nach Antworten suchen würde. Ich weiß, dies ist der Ort. Sie haben das Ritual schon früher vollzogen. Die Beweise sind eindeutig. Die typischen Symbole in den Böden. Die Gemälde an den Wänden der inneren Kammer. Sie haben das Elixier schon einmal zubereitet. Und werden es wieder, wenn ich sie überzeugen kann. Ich habe Emilia sofort benachrichtigt. Bei dieser Entdeckung will ich sie an meiner Seite. Dad hat mir nie von diesem Mythos erzählt. Wieso war er sich da so sicher? Was hat er gefunden, das ihn überzeugt ist, wäre echt. Bert hat ein Elixier gesucht. Das Elixier des Lebens. Herrje, merk dir die Kombination, du alter Narr. Laras Expeditionsschatz, mein Lieblingsgemälde von Emilia, unser Hochzeitstag. Okay,
Dad hätte die Kombination nie aufgeschrieben, aber wie es aussieht, hat er für sich Hinweise dagelassen, um sich die Zahlen zu merken. Okay. Okay, diese Objekte muss ich finden, um die Safe-Kombination zu entschlüsseln. Hier ist noch was anderes. Dads Feuerzeug. Ja. Aber benutzt hat er es meines Wissens nie. Das Croft-Familienwappen und Initialen. BC. Ob das meinem Großvater gehört hat? Auf jeden Fall sieht das Feuerzeug ziemlich alt aus. Aber cool. Neue Ausrüstung halt. Feuerzeug. Drücken Sie... Jetzt müsste ich den Kamin anzünden können. Drücken und halten Sie E in der Nähe eines Kamins oder Kerzen im Anwesen, um sie anzuzünden. Okay, Kerzen sogar auch. Der Dino. Es ist mein Werk. Ich habe immer so gerne Tiger gezeichnet. Okay, süß. Ich habe hier viel Zeit verbracht, gelesen und von eigenen Abenteuern geträumt. Das hier war gelb. Was können wir hier mitmachen? Ach so, verschieben oder was? Als Kind bin ich mal böse von diesem alten Ding gefallen. Ab und zu tut mir die Schulter immer noch weh. Wir machen den Kamin gleich an. Ich werde erstmal ein bisschen rumgucken, was wir hier oben denn noch so finden. Na, beinahe wären wir wieder runtergefallen, ne? Was haben wir denn da oben? Dass wir da so ein kleines Rätsel gerade hatten. Schon mal einen Hinweis auf seine Safe-Kombination. Leer. Bis auf das Bild eines Schlüssels. Okay. Ist hier vielleicht diese unsichtbare Tinte drauf? Könnte doch sein. Aber wie soll ich so... Ich erinnere mich an diese Karte. Sie führt zum Hauptschlüssel. Ah. Aber wir haben eine Geheimtinte benutzt. Man konnte sie nur über einem Feuer lesen. Finden Sie eine Wärmequelle, die groß genug ist, um die Karte zu enthüllen? Natürlich der Kamin, ist ja klar. Siehst du? Hauptschlüssel. Wahrscheinlich zeigt uns die Karte, wo der Hauptschlüssel sein wird. Noch zu, nehme ich mal an. Ich glaube, ich habe als Kind hier einen von Winstons Hauptschlüsseln versteckt. Aha. Vielleicht zeigt uns die Karte, wo dieser Hauptschlüssel ist. Oh, ein Grammophon. Die Musik. Sie ist wunderschön. Der Federkopf? Sir Reginalds Helm ist runtergefallen. Oder habe ich ihn nicht richtig aufgesetzt? Vielleicht müssen wir den Helm wieder aufsetzen.
Ich habe immer akzeptiert, dass Richards recht unorthodoxe Forschungen etwas sind, mit dem ich leben muss. Aber diesmal hat mich der Nervenkitzel der Entdeckung gepackt. Ich hätte nie geahnt, dass mich das so fesseln könnte. Richard hat mir telegrafiert, er hat das Kloster gefunden. Das Symbol aus der Schriftrolle war der Schlüssel zu seinem Standort. Ich weiß nicht, ob ich wirklich glaube, dass das zu dem legendären Elixier des Lebens führen wird, aber ich spüre, dass dort ein großes Geheimnis auf uns wartet. Mein Bruder hat gedroht, der Expedition ein Ende zu machen, aber das habe ich ihm vorerst ausreden können. Jetzt fliege ich zu Richard. Ich würde Lara gern mitnehmen, aber sie ist noch zu klein. Bei Winston ist sie in guten Händen. Und wenn wir zurückkommen, sind ihre Eltern vielleicht berühmt. Okay. Sie begann daran zu glauben. Es muss Dad so froh gemacht haben, dass sie seine wilden Ideen akzeptierte. Die Reise. So, wir haben nur noch das Feuer vor uns. Sonst haben wir alles. Halt sie eh gedrückt, um das Feuer zu entzünden. Jetzt müsste ich die Karte lesen können. Ich sehe die Karte. Der Schlüssel steckt wohl unter einer Truhe beim Bücherregal. Ah ja, okay. Seite 2 von 2? Okay. Das X markiert den Punkt, wie man so sagt. Okay. Der Hauptschlüssel. Damit komme ich in den Westflügel. Ich nehme an, damit kommt man überall hin, oder? Hauptschlüssel? Heißt ja nicht umsonst Hauptschlüssel. Neue Ausrüstung erhalten. Okay. Er öffnet die meisten Türen auf dem Anwesen. Auch den verbotenen Westflügel. Drücken Sie E in der Nähe einer verschlossenen Tür oder Truhe, um sie zu öffnen. Zurück kommen wir ja nicht mehr, ne? Durch den Gang. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hoch und versuchen, diese Truhe zu öffnen. Das müsste ja jetzt eigentlich funktionieren. Pharaonenkrone von meiner Geburtstagsschatzsuche. Hm? Wie alt war ich da? 6? 8? Ich glaube, diese Hieroglyphe steht für eine Zahl. Aber welche nur? Wie kann ich das denn jetzt nochmal nachgucken? Hinweis zur Safe-Kombination. Zwei Adler so gesehen, die nach links gucken. Da sehen wir sogar, wo wir hin müssen. Herrje, merkt ihr die Kopf? Ach naja, mit Sicherheit können wir, macht die das automatisch. Hinweise erwähnen Moms Gemälde und ihren Hochzeitstag. Hoffentlich finde ich im Westflügel ein paar Antworten. Da ist unser Safe, den wir brauchen. Aber hier war nichts, wo wir den Schlüssel brauchten. Okay. Brauchen wir da unten einen Schlüssel? Für irgendetwas? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich soll wohl schon direkt zum Westflügel. Aber ich glaube, hier war noch irgendwo eine Truhe, die ich nicht aufmachen konnte. Da. Hm.
Das Croft-Familienwappen. Hui, okay. Vermächtnis der Vorfahren. Wollen wir hier schon rein? Wir müssen auf jeden Fall dahin. Boah, 19 von 40, 31 von 54, okay. Eine Karte gibt es ja leider nicht. So, wir kennen ja meine Spielweise. Wir gehen natürlich noch nicht da lang, wo wir lang müssen. Sondern schauen uns erst noch einmal ein bisschen um. Oh, wo sind wir denn hier? Ach so, das sieht so aus, okay. Fräulein Lara, ich war so frei, Ihnen ein Tablett zuzubereiten, da das Abendessen nicht nach Plan verlaufen ist. Ich habe auch etwas Süßes dazu gelegt. Es wäre nett, wenn das unter uns bliebe, aber ich fand, heute Abend brauchen Sie etwas Besonderes. Sehen Sie es mir bitte nach, aber ich war besorgt, als Sie vom Esstisch weggerannt sind und wollte Ihnen etwas geben, das Sie hoffentlich etwas beruhigt. Ich kenne Ihren Vater schon lange. Die Intensität seiner Leidenschaft kann beängstigend sein, aber ich sehe dieselbe Leidenschaft in Ihnen. Sie sind ihm ähnlicher, als Sie denken. Zweifeln Sie nie daran, dass er Sie mehr liebt als seine Arbeit, mehr als seine Artefakte. Mehr als alles in der Welt. Stürme vergehen und morgen ist der Himmel wieder blau. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie das Tablett bitte vor die Tür. Hochachtungsvoll, Winston. Das ist ein echt lieber, netter Butler, wie es aussieht. Echt nett. Ich kann mich an diesen Brief gar nicht erinnern. Ich bin sicher, dass ich damals nicht lesen konnte. Hat er es mehr für sich als für mich geschrieben? So, da haben wir noch eine Tür. Da haben wir auch noch eine Tür. Okay, wir haben hier so gesehen noch drei Räume. Und einen versteckten Raum hier sowohl. Da führt doch die eine Tür hin, oder? Nee, ist... Hä? Wo führt diese Tür hin? Ah, das ist die Bibliothek. Okay. War die Bibliothek nicht ein Stockwerk unten? Weiter oben? Wie sind die da unten eingestiegen gerade? Komische Sache. Oh, hier hört die Musik wieder direkt auf und es ist unheimlich. Es klingt auf jeden Fall unheimlich. Hier gehen wir später rein. Hier geht es wohl etwas weiter. Okay, hier können wir nicht rein. Hier hinten gab es keine Tür, oder? Nee. Ach so, ich bin schon hier. Wie komme ich da hin? Gar nicht, wie es aussieht, hä? Kann ich nochmal die Karte anmachen, nochmal gucken. Nee, geradeaus geht's nicht. Sieht aus wie so eine Art Schlafzimmer oder sowas, hm? Hinterzimmer? Ist total zugestellt.
Vielleicht gibt es da noch einen anderen Weg rein. Vielleicht hier durch. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon. Okay. Das Haus ist so ein klein wenig verwirrend. Okay, da kommen wir komischerweise in die Bibliothek. Das heißt, die eigentliche Tür zur Bibliothek war wohl hier durch. Oh, hier können wir auch Feuer anmachen. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt bringen soll, aber vielleicht bringt uns das etwas. So. Machen wir mal die Hintergrundgeräusche aus. wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Ich habe mir gedacht, weil ich ja schon das Hauptspiel auch auf halbstündlich gemacht habe, mache ich hier natürlich jetzt auch alles halbstündlich. Ja, was soll ich dazu sagen? Hier gibt es sehr viel zu finden. Viele Dokumente, viele Artefakte, viele Informationen. Einerseits haben wir gelesen, die Amelia als ihre Mutter wäre abgehauen. Aber ihr Vater wollte wohl hinterher und sie wieder zurückholen. Er wollte sie nicht aufgeben. Die Frage ist, ist ihm das gelungen? Kam sie wieder zurück? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, der Verbleib ihrer Mutter, das würde mich echt interessieren. Und erst recht von unserem Butler Winston, wo der hin ist. Ob der vielleicht irgendwann gegangen ist, weil das hier alles so zerfallen war oder... Keine Ahnung. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und ob es hier vielleicht ein paar Hinweise gibt auf den nächsten Teil, auf Shadow of the Tomb Raider. Keine Ahnung. Okay, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hier passiert leider nicht allzu so viel, außer halt eben Geschichtliches und Hintergrundwissen. Aber ich finde, das ist natürlich eventuell sehr entscheidend, beziehungsweise auch sehr interessant, das zu wissen, um irgendwie was anderes noch zu verstehen zu können. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Okay, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das war Rise of the Tomb Raider Blutbande auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns. Das war von Nürnberg Gameplays als Hobby. Tschüss.